Ah, okay, so. Willkommen zum neuen Part von dem Walkthrough Dragon Ball Z, legendäre Superkämpfer. Und geht's mal weiter. Stärker. Haha. Das soll deine beste Attacke sein? Zeit zum Sterben! Vegeta kann nicht mehr kämpfen. Wenn er stirbt, sind wir die Nächsten. Wir haben keine Wahl, Son Gohan. Angriff! Klar. So. Das heißt, jetzt darf ich gegen Rikum kämpfen. Ich werde mal Son Gohan im Team behalten. Ich gucke mal, was ich neu habe. Ich habe nämlich vergessen, was ich bekommen habe. Ah ja, genau. Ausdauer, wenn ich reinnehme. Was nehme ich denn raus? Ich nehme Brömer raus. Dafür Ausdauer rein. Okay, speichern. Und schließen. So, zu Gast habe ich noch den Sasuke Freak. Hallihallo. Ich habe mir gedacht, das mäßig mal versetzt zu Wort, aber ich musste dich wohl einführen. Nee, ich muss mich gerade bei Formel 1 konzentrieren. Rennen steht gerade los. Ah, okay. Na, ich kämpfe jetzt erstmal gegen Rikum. Und hoffentlich ohne Luz. Auf der Decision ist eine Strecke Monte Carlo, wo ich immer gegen die Wände fahre. Na, weil ich mir auch so gut auskenne mit Formel 1. Aua, schon in der Wand geknutscht. Ich habe einmal ein Formel 1 Spiel gespielt, seitdem nie wieder. Lässt sich so scheiß lenken, das Auto. Braucht eine Ewigkeit, bis es mal lenkt. Ich gucke mal wegen Lautstärke des Spiels. Ich glaube, dass es nämlich ein bisschen zu laut ist. Hört man meins im Hintergrund? Ich höre gar nichts. Wieso ist... Okay, das ist gar nicht so laut. Warum wirkt das so laut bei mir? Na egal. Geht nicht. Verflucht. Vierphasenattacke. Maus aus dem Bild, auch wenn man sie wahrscheinlich eh nicht sieht. A, rechts B. 0,9 Sekunden. Also recht lahmarschig. So, drücke ich die mal auf die Pelle, Rikum. Dann hoffe ich nur, dass meine Festplatte nicht zu voll ist. Weil wenn ja, dann würde das richtig ärgerlich sein. So, Dankshot. Und was schmeiße ich weg? Ich schmeiße weg, würde ich sagen, Key lesen. So, mal gucken, ob die Attacke trifft. Oh, der Sound backt schon wieder, ey. Übel. Ich frag mich, warum der Sound so rumbackt. Ach, Rico kann ja auch schon eine ziemlich harte Nuss werden. Naja. Gut, bei... ich glaube, ich muss erstmal gegen Cheese und Butterbeam kämpfen, bevor ich Vegeta freischalten kann. Auf jeden Fall habe ich im privaten Spiel nochmal geguckt, dass ich halt die ganze Zeit mit Son Gohan kämpfe und danach einfach mal Vegeta erhalte. War schon lustig, ich habe die sonst immer kurz vor den Testspielen bekommen. Aber ich wusste, dass man ihn hier bekommen kann, nur ich wusste halt nicht wie. Bis vor ein paar Tagen. Naja. Ja, Phantombildtrick. Könnte ja helfen. Und der hat auch noch Treffergenauigkeit plus, sehe ich gerade. Fällt mir gar nicht. Was habe ich denn gezogen?
Genauigkeit plus, okay. Key sammeln. Naja. Die Frage ist ja, was macht Rico für eine Attacke? Macht er jetzt 5-Phasen-Attacke oder macht er seine Attacke? Ich würde sagen, ich verziehe mich mal ein Stück nach hinten. Und zwar nach oben. Rico, Final B-Attack. Ja. War also die falsche Entscheidung, würde ich sagen. Weil das ist eine 35-Schaden-Attacke. Die hat es in sich. Richtig in sich. Okay, verpassen wir ihm eine Energiewelle. Hoffen, dass das ordentlich Schaden macht. Wahrscheinlich eher nicht. Vielleicht auch doch. Okay. Normalerweise müsste er jetzt eine Blitzkanone machen, oder wie die Attacke hieß. Deswegen werde ich jetzt mal auf Vermeiden gehen. Löschkanone, so hieß die Scheiße. Und ich hatte recht, er macht sie. Aha. Kennt doch euch Arschlöcher. Ich hasse euch. Die Phasenattacke. Scheiße, dreimal verdrückt. Und gerettet. Gerettet. Ah ja. Er macht Kiesammeln, okay. Wenn ich jetzt Glück habe, kann ich ihn irgendeinen Anschluss verpassen. Kamehameha, bitte sitze. Bitte, das muss sitzen. Yay. Gewonnen. Oh Mann. Also letzte Zeit bin ich ganz gut in dem Spiel. Denke ich jedenfalls gerade. Nehme ich mal die alte Schlachtrüstung. Uff, Schnauf, wie war das? Nicht übel, gar nicht übel. Das macht mich wütend. Wumm. Was ist passiert? Die magische Bohne hat dich wieder auf die Beine gebracht. Papa, du hast es geschafft. Entschuldigung, ich bin zu spät. Hattest du einen harten Tag, Gohan? Ja. Hier hast du auch eine Bohne, Krillin. Ich weiß nicht, soll ich mich nun freuen oder nicht? Du freust dich nicht? Merkst du es nicht? Sie sind so stark. Ich werde trotz der Senzu-Bohnen verlieren. Das ist zu schwer für dich, Goku. Selbst Vegeta hat ordentlich Prügel betrogen. Entschuldigung, Krillin. Zeig mir, was dir passiert ist. Warum berührst du meinen Kopf? Jetzt weiß ich's. Deine Kraft ist gewachsen und Bulma geht es gut. Ich weiß auch über Vegeta Freezer Bescheid. Hä? Woher weißt du das? Ich habe es in deinem Gedächtnis gelesen. Seit wann hast du diese Fähigkeit? Ich habe auf dem Weg hier viel trainiert. Darum vielleicht. Vegeta, du sollst eine magische Bohne essen. Mein Körper. Boah, er ist wiederhergestellt. Sollen wir vier kämpfen? Besser nicht, sie sind viel zu stark. Dann mache ich selber. Was? Du bist ja verrückt. Es ist mir egal, wie hart du trainiert hast. Du kannst dich gewinnen. Was ist los, Papa? Wirklich seltsam. Aus irgendeinem Grund ist er sehr ruhig. Oh nein, Kakarot. Ja, er ist seltsam. Selbst im Angesicht des Todes lächelt er. Du kannst mich nicht schlagen. So ist es nun mal. Rikum und Son Goku begannen zu kämpfen. Rote und blaue Orb. Schießenbata. Geschichte Nummer 7. Du, Papa, hast ihn besiegt? Keine Chance, selbst mit einem Überraschungsangriff. Vegeta und wir hatten es schwer, aber nur ein Treffer. Mist!
Er ist... Die Zeit ins... Ach scheiße, weit überlegen. Die Legende stimmt. Ihr habt zwei Möglichkeiten. Zu eurem Planeten zurückkehren. Oder ebenso zu enden wie er. Hast du gehört, Bata? Du musst verrückt sein. Das muss ein Missverständnis sein. Er hat enorm viel Glück gehabt. Wie kommt es zu Wir sehen Kino Spezial trocken. Wir zeigen es ihm. Auf geht's. Ja. Du willst nicht nach Hause, was? Wurde er zum Super Saiyajin? Son Goku, du hast jetzt zwei Feinde. Treib es nicht zu weit. Vorne kannst du mit dem Fehlordner hinzufügen. Ja, schön. So, Team. Dann nehme ich an erster Stelle Son Gohan. An zweiter Stelle Kakarot. Ja. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwas ändern sollten. Mal nicht unbedingt. Vielleicht doch. Nehmen wir das noch mit rein. Speichern, ja. Gut, dann würde ich sagen, beende ich diesen Part an dieser Stelle. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.